was ja eigentlich auch noch, ich sag mal, hinnehmbar ist. Wir gucken mal, wie es weiterläuft. It's your boy Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Video hier auf Zero Skins Try Your Luck. Heute habe ich eine ganz besondere Sache für euch, aber zuallererst natürlich, wie immer der Disclaimer, das es. Ab 18 ist die ganze Glücksspielerei. Ihr müsst euch selbst unter Kontrolle haben, ihr müsst euer Geld unter Kontrolle haben. Pfui bar, wer da ohne diese drei Dinge reindaddelt oder sowas. Ja, also wenn ihr zu jung seid oder wie auch immer, dann guckt zu. Wobei das Video auch ab 18 ist, ja, Stinker, oder? Ich glaube schon. Man kann ja dann zugucken, aber nicht selbst machen, okay? Ganz wichtig. Nicht reinfallen in den ganzen Sumpf und alles verspielen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zur Hilfe-Hotline oder zu einer Hilfe-Hotline. Wenn ihr Probleme habt oder jemanden kennt, der Probleme habt, glücksspielmäßig, dann meldet euch da auf jeden Fall und bittet um Hilfe. Weil das ist wirklich eine ganz fiese Sache, in der man stecken bleiben kann. Ich daddel hier vor mich hin und habe Geld von der Seite, mit dem ich spiele. Ich verspiele nicht mein Geld. Ne? Also im Köpfchen behalten, meine Damen und Herren. Sehr schön, optimal. Ich habe natürlich auch wie immer unten die Spuren verlinkt. Also man sieht, was im Video wann kommt. Also wer diesen Dingens hier überspringen will, der kann das machen. Aber das wisst ihr erst ab jetzt, also die neuen. So Leute, also ich habe hier was, es gibt wieder was Besonderes. Und zwar habt ihr mir geschrieben, dass es die Secret Exploration wieder gibt, in der wir richtig fett Plus gemacht haben. Und zwar die Skeleton Exploration. Das heißt natürlich, da werden wir heute ordentlich reinschwitzen. Das ist klar. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich das Geld aufteile. Also ich wollte eigentlich 100 für diese Exploration und 100 für unsere Kiste, die wir letztes Mal gefunden haben, ausgeben oder halt testen, was wir eben so hindrehen können. Und ich denke, so werde ich es auch machen. Aber ich weiß nicht, ob ich beides in ein Video mache, weil so wie ich uns kenne oder so wie ich unser Glück in dieser Exploration kenne, ich hoffe, es ist nach wie vor vorhanden, wenn wir da ein Weilchen drin hängen, weil wir halt auch immer wieder aufsteigen, anstatt nur zu fallen. Wir müssen mal gucken, wir müssen mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass sie wieder da ist, weil das war immer schönes Daddeln. Ich zeige noch ganz kurz die Seite, dann legen wir hier los. Also, wir haben einmal die Cases, die man öffnen kann. Sieht man ja hier, Lirum Larum ist ganz einfach. Ne? Kann man genauso wie gerade eben auch mehrere gleichzeitig aufmachen, wenn man möchte. Man kann die Animation ausmachen, also das ist einfach... erscheint dein Gewinn, ohne dass du dieses Geflicker siehst, wobei das ja eigentlich das Edle ist an der ganzen Sache. Ihr könnt euch die Chance immer anzeigen lassen. Hierbei bedenkt aber bitte, dass diese 5%, das ist unsere These, nicht auf alle Goldobjekte gleich trifft, ne? Sondern die AK hier hinten viel geringere Prozente hat, als es diese Nuclear Garden zum Beispiel. Ja, dann gibt es noch die Lucky Items, da kann man sich dann praktisch selbst einen prozentualen Anteil aussuchen, wie man eben reinballern will. Ich kann mir hier jetzt zum Beispiel selbst 25% gönnen, das wäre ein Coin, also ein Dollar. Das sehe ich dann noch. Ihr könnt in die Secret Explorations rein, ihr könnt in die Giveaways rein, da sage ich gleich noch was zu, ganz wichtig, Dota 2 interessiert uns nicht und Lucky Rank war, glaube ich, wer irgendwie ganz oben ist, der kriegt ja nochmal einen Bonus. So, wenn ihr wissen wollt, wie man die Seite optimal nutzt, dann hört mir jetzt genau zu, ja. Also, ihr loggt euch da ein und bezahlt erstmal gar nichts, ihr geht auf diese Daily, auf diese, nicht Daily Case, sondern diese Free Case, macht sie auf, freut euch oder eben auch nicht, je nachdem, was ihr bekommt und wartet dann, denn man muss seinen Gewinn auscashen. Ne? Also wenn ich meinen Gewinn von damals, als ich dieses erste Mal gezogen habe, hätte haben wollen, hätte ich, glaube ich, drei hier Dingens eincashen müssen. Dazu kommen wir jetzt aber nicht. Wir lassen das so liegen und denken, okay, gut, vielleicht haben wir was Cooles da am Start. Ja? Also das wisst ihr ja dann, wenn ihr gedreht habt. Ihr geht danach aufs Benefit Center, danach hier auf die Daily Case und klickt auf View Details. Dann öffnet sich eine externe Seite, auf der ihr die Daily Case einmal am Tag öffnen könnt. Ja, es wurde schon gefragt, warum man die nicht öfter aufmachen kann hintereinander. Das ist eine Daily Case. Ich denke, der Name macht hier Sinn. Ich gehe jetzt also auf Open Free und bekomme jetzt irgendwas. Mal gucken. Ich kriege... Oh, 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 Gottes Willen. Ich kriege echt oft Stinke hier. So, jetzt hätte ich 10 Cent, also 0,1 Coin gewonnen. Den könnte ich mir jetzt freischalten. Wir gehen jetzt mal davon aus, ich habe vielleicht irgendwas Schickeres. Zum Beispiel den Knöterich hier. Oder den oder sonst was. Ne? Dann ist die Überlegung natürlich, ob man das auscashen möchte oder nicht. Hier unten steht dann, ja, dass ich jetzt zum Beispiel in meinem Fall für diese 10 Cent 3 Coins einzahlen müsste, um die zu bekommen. Wenn ich das machen wollen würde... Ja, dann gehe ich hier drauf, also ich habe da eben auf Task-Dingens gedrückt und könnte das jetzt hier machen. Wenn ihr euch dafür entscheidet, diese 3 Coins einzuzahlen, bekommt ihr den, also hätte ich jetzt diese 10 Cent da bekommen. Des Weiteren könnte ich jetzt oder könnt ihr dann in diesem Schritt auf Stream Room klicken und dann in meinen Raum hinein joinken. Der ist auch schon wieder online oder wieder live, der wird einmal die Woche erneuert. Da geht ihr auf Join Room und hier oben nochmal auf Join Room und gibt einfach Bubbler ein, zack, und dann seid ihr drin. Ich kann selbst nicht rein, aber ihr könnt das machen.
Der Vorteil bei dieser Sache ist eben, dass ihr am Anfang bei der Free Case und auch bei der Daily Case schaut, lohnt es sich für mich überhaupt einzuzahlen. Und wenn es sich für euch lohnt, weil ihr schon was Schönes gewonnen habt, dann könnt ihr das ja machen. Und dann könnt ihr, nachdem ihr eingezahlt habt, halt lecky schmecky bei mir hier reingehen, in meinen Room, weil ihr habt ja schon eingezahlt. Ne? Hier steht's, deposit no less than 3 coins. Dann könnt ihr hier rein, das ist die einzige Voraussetzung, habt ihr eben gemacht. Und wenn ihr aufs Benefit Center geht und dann auch auf Task Center, dann seht ihr bei Daily Task, dass ihr hier unten auch nochmal was geschenkt bekommen habt, und zwar bei der Einzahlung. Wenn ihr 3 Coins einzahlt, dann kriegt ihr bis zu 30 Cent, also 0,3 Coins, Bonus obendrauf. Kann auch mehr sein, hier steht der Minimum. Also es kann auch 50 Cent, also 0,5 oder ein ganzer Coin sein. Das ist auch nochmal eine Sache, die ihr dann auch noch eingefahren habt. Also ihr habt eure Free Case, den Gewinn, ihr habt das Daily Case Dingens, ihr habt hier diese, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal im schlimmsten Fall nur 30 Cent noch obendrauf, also 0,3 Coins und seid bei mir im Giveaway drin. Das habt ihr dann alles mit 3 Coins gemacht. Ist schon nicht schlecht, ne? Ja, gut. Somit ist das auch abgehakt, wie man die Seite optimal nutzt, und wir gehen direkt rein in die Exploration. Ich freue mich wirklich, denn das hat uns eben immer ordentlich gegönnt. Ich mache das hier auch so, wie wir es damals gemacht haben. Ich mache immer 5 auf und wir schauen, wie es läuft. Wir fangen bei 222 an und schauen einfach mal, wie viel wir im Backpack liegen haben, wenn wir bei 122 sind. Ich gehe kurz hier rein, wir haben noch ein bisschen Schotter hier drin liegen, nicht wundern. Also alles, was nach der Cortex kommt, ist dann heute reingekommen, okay? Sehr schön. Secret und los geht's. Ich weiß auch nicht, warum mich das so freut, dass sie wieder da ist. Sie hat halt früher immer so fett gegönnt und man sieht ja schon bei der ersten Drückung, dass wir 40 Cent bekommen haben, dazu bekommen haben. Ich mache es aber jetzt so, dass ich trotzdem immer exchange, außer es sind coole Sachen dabei, die ich behalten will. Ne? Also die muss ich jetzt nicht behalten. Es könnte natürlich ein bisschen das Ergebnis verfälschen, weil wir insgesamt vielleicht dann doch über die Zeit... Nee, ich exchange die Sachen, wenn nichts Gutes dabei ist. Sonst habe ich 5 Seiten voll mit Groundwater Dingern und wir sehen halt, dass wir dann womöglich ein bisschen im Plus sind oder waren, aber insgesamt, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Übrigens kommen wir gerade nicht wirklich richtig hoch, also 4,59. Wir machen hier ein bisschen, ein klein wenig Minus, aber von unseren 222 initial sind wir jetzt nicht wirklich weit davon, hier wieder ein bisschen im Plus, davon weggekommen. Ja, ich schaue einfach, wie es so läuft, ne? Es ist, ja, wir können direkt das X-Level, nice. Ah, sehr schön, Exchange. So. Das war ja damals das Coole, dass man da recht schnell hochgekommen ist. Ich muss ja aber dazu sagen, dass ich nicht auf Level 5 gekommen bin. Damals schon nicht. Meine ich, bin ich mir ziemlich sicher. Aber bei Level 4 war ich. Und da, ich habe, glaube ich, 2 Knives hier rausgezogen aus dem Teil und andere schöne Sachen. Also man kann hier wirklich richtig, gut, man kann ja in jeder Kiste, wenn man Glück hat, was holen. Aber es muss ja nicht immer klappen. Ne? Also das ist natürlich auch wichtig. So, lass mich kurz gucken. Ich exchange jetzt. Ich höre überhaupt übrigens gar nichts. Ich höre noch nicht mal das Geklimper. Habe ich den Ton aus? Ich habe die Chancen aus. Wo ist denn der Ton? Hey. Hala! Also, ich meine, das ist nicht so schlimm, weil das Geklimper war eh saunervig. Aber man kann doch eigentlich Ton anmachen. Also, hä? Okay. Naja. Habe ich die jetzt geputtet eben? Warte, ich muss ganz kurz gucken, ob ich die schon abgelegt habe. Die Hot Rod habe ich gelegt. Für 4 Euro. Gefällt uns die überhaupt? Ach komm, ich zähle die auch. Was mache ich eigentlich für ein Pferd? Nee. Wir machen das schon richtig. Wir ballern da schon richtig rein. Wir wollen die ganz großen Sachen. Also Level 2 sind wir. Weiter geht's. Cool ist es jetzt hier, also vor allem für die Neuen, dass es nicht teurer wird. Also es bleibt bei diesen 5 Euro. Und wenn du dann eben auf Level 5 kommst, gehst du auch wieder mit nur einem einzigen Dollar, meine ich, rein, mit einem Coin und bekommst ein Skeleton Knife. Denn hier ist die Chance auf 100%. Wenn du so weit kommst. Ne? Hier sind wir aktuell bei 40% Red und 60% Blue. Was ja eigentlich auch noch, ich sag mal, hinnehmbar ist. Wir gucken mal, wie es weiterläuft. Was hinnehmbar ist, wir gucken mal. Das habe ich gemeint. Genau das. Oh mein Gott. Geil, okay, das ist perfekt. Also wir haben jetzt schon ein richtig leckeres Plüsschen gemacht, meine Damen und Herren. Ja, und zwar dieses Kniffliche. Das verballere ich nicht, das lege ich ab, damit wir später dann schön nachvollziehen können, ne, was so rumkam. Wir haben jetzt praktisch insgesamt 10 Coins ausgegeben und haben 145 Coins jetzt safe. Ja? Und hier natürlich auch nochmal ein ganz kurzer Satz. Wenn ihr Gewinne macht, zahlt die natürlich aus. Ihr macht das nicht so wie ich, dass ihr immer weiter kackt und halt auch mal vielleicht was für 6, 7, 8 oder 10 Dollar weglegt. Sondern ihr holt euch das Zeug dann raus, ne? Bitte. Ne, ich gehe hier nicht auf... Was weiß ich. Ich weiß nicht, was euer Ziel bei der ganzen Sache ist, aber meins ist ja auch natürlich das Video. Ne? Und da lege ich auch gerne mal, wenn ich sehr, sehr wenig Geld da nur noch habe, lege ich auch Gewinne wieder weg, damit ich wieder Geld habe zum Weiterspielen. Oh, das war übrigens ein richtiger Leerlauf hier, ein Trockenlauf. Aber wir sind noch absolut insane im Plus und wir sind erst bei Stufe 2.
Also wenn wir hier diese Flashback bekommen, dann bollert's. Und jetzt guckt euch das mal ganz kurz an wegen den Chancen. Das ist doch wieder Wahnsinn. 60% auf den Schotter. Hier ist übrigens noch was Rotes. Und 40% auf die roten Geschichten. Wobei wir ja immer sagen, hier die vorne, ne, wahrscheinlich 38% und so weiter und so fort. Also hier ist richtig viel drauf. Also nee, anders aufgeteilt. Aber hier werden die Sachen dann immer unwahrscheinlicher. Ich hätte schon fast wertvoller gesagt, unwahrscheinlicher. Und ich habe mich letztes Mal hier dann gefragt, warum? Ich habe dieses Knife zweimal bekommen. Das Ding habe ich zweimal bekommen, aber die hier nie. Obwohl die vom Wert her, ich war bei Level 3. Ich wäre dann nur in Level 4 gekommen. Gut, die Seite muss halt abwägen, ne? Was gebe ich ihm, wie weit lasse ich ihn dann auf einmal kommen. Aber wie gesagt, die Seite gibt, also mir hat sie lieber diese Knives gegeben, und ich glaube einmal Nasimov, anstatt dieser Tooth Fairy, die viel weniger wert ist. Aber sie schickt dich halt ins nächste Level. Es ist, hoppala, was, you are not on this level? Ja, sorry, ich habe auf das hier geklickt. Gut, dann machen wir weiter. Also bis jetzt schon sehr, sehr nice. Ich muss auf die Zeit achten. Guck da bitte, das ist ganz wichtig. Ich bin jetzt halt hier gerade kurz vorm Purge, also in 37 Minuten. Bis dahin bin ich aber fertig, keine Sorge, also hoffe ich. In 37 Minuten ist, werde ich resettet. Da bin ich wieder auf Level 1. Das ist bei der Case, bei der Exploration nicht schlimm, weil die auch am Anfang schon ganz gut gegönnt hat. Also kleine Sachen, ne? Ich komme hier immer wieder hoch. Also immer wieder so ein Stückchen hoch. Aber es wäre natürlich trotzdem blöd, gerade wenn wir auf Level 4 sind und dann wieder auf 1 fallen. Also behaltet das im Auge. Und wenn ihr sagt, ey, ich spiele länger als 36 Minuten, dann geht jetzt nicht rein, sondern wartet noch 36, 37 Minuten. Und dann habt ihr, glaube ich, wieder Tage Zeit. Und dieser Fortschritt, der bleibt dann Tage bestehen. Aber nehmt mich auch nicht ganz beim Wort, guckt einfach halt. Stunden auf jeden Fall, aber ich meine, ich hatte da auch schon Tage. Bin mir ziemlich sicher, dass ich da Tage stehen hatte. Gut, 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 okay. Also, wenn man jetzt mal ganz kurz so zusammenrechnet, selbst wenn ich jetzt auf 122 fallen würde, wären wir ja trotzdem oh mein Gott, warum habe ich das hier behalten? Ich alter Keko. Wären wir trotzdem im Plus aufgrund dieses Kniftelchen. Sag mal, habe ich irgendwie Schotter behalten, hä? Was habe ich denn da getrieben? So, aufgrund dieses Knives. Weil das ist ja schon 145 Coins wert. Das sind keine 100, die wir jetzt verspielen. Also, ja, und mal gucken, was noch alles kommt, ja. Was noch alles kommt. Also direkt zum Anfang so angefüttert zu werden, ist natürlich edel. Sehr, sehr edel. Für alle, die jetzt hier irgendwie sagen, ja, die Chancen sind doch bei dir hochgedreht oder die wissen doch, wenn du was aufnimmst und hin und her. Also ich sage von meiner Seite aus, dass ich um sowas natürlich eh niemals bitten würde, und ich denke, es ist so illegal, dass es eh nicht gemacht wird, weil wenn sowas rauskommt, ist, glaube ich, die Seite direkt gefistet. Davon gehe ich mal aus. Es kann sein, dass es früher geschehen ist. Ich weiß auch, dass es früher so Skandale gab, wo Leute auf ihren eigenen Seiten gespielt haben und sich dann selbst die Chancen hochgepimmelt haben und sowas. Also ich kann euch von meinem Gewissen her sagen, dass ich hier keine Chancenhochdrehung habe, zumindest nicht wissentlich. Ich gehe fest davon aus, dass ich auch keine bekommen habe. Also wenn man in meine Videos reinschaut, ja, natürlich kommen da immer mal wieder Gewinne, und ich war schon ein, zwei Mal im Plus. Ein, zwei Mal. Das hier ist mein 9. Video, glaube ich, oder das 10. Und ich habe die restlichen Male immer Minus gemacht. Immer Minus. Und an sich, wir haben eine Zeitverschiebung von 8 Stunden ungefähr, wenn wir bei uns im Gespräch sind. Also sie sind ja 8 Stunden weiter als wir. Und das Einzige, was ich sage, ist, yo, diese Woche kommt dann wieder ein oder zwei Videos. Und zwar für Donnerstag. Aber wann ich die aufnehme, wann ich spiele und so weiter, das sind nie feste Zeiten. Das wissen die Boys und Girls auch nicht. Also ich denke da, ja, um da so ein bisschen diese Zweifel, ich meine, auf der anderen Seite, ich wäre daran glaubt, dass ich hierfür die Dinger hochgedreht bekomme, übrigens schönes Plus, der kann das natürlich auch gerne weiterhin machen, soll er halt, aber von meiner Seite aus gibt es da auf jeden Fall nichts, was hochgestellt, ach schon wieder, ich habe kurz gesucht, wo der gute Gewinn ist, alles ist rot, 86 Cent, 4, naja, ja. Also da ist alles im Lot. Ich denke, wenn man die anderen Sachen sieht, dann merkt man das auch, dass ich da doch eher nicht so das Händchen dafür habe. Also man sieht ja, in den Thumbnails sieht es natürlich oft so aus, als wenn ich so voll der Glücksritter wäre und wow, schon wieder 24.000% Gewinn gemacht. Aber halt bei Keck-Sachen, ne? Und dann auch nur einmal. Gut, wir gucken weiter. Weißt du, wir reden gerade drüber, schon ist es unten, sie hören live zu. Ah ja, okay. Ja, also, ne? Gut, wieder ein bisschen im Plus. Also auch wenn man hier oben hinguckt, 182. Wir waren bei 222, es geht. Es ist wirklich noch alles im Lot. Ich würde noch gerne auf Level 3 kommen. Also möglichst bald. Dass wir da auch noch ein bisschen Zeit hatten, weil ich glaube, von Level 3 auf Level 4
Habe ich damals ewig gebraucht. Ich weiß, dass Saikusa da irgendwie ganz schnell durchkam und das einfach durchgeaced hat und halt mit Ultra, Ultra, Riesen Plus rausgegangen ist. Aber ich bin bei sowas halt echt unlucky. Wenn ich auch im Stream irgendwie Kisten aufmache, übrigens Livestreams jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr, dann kacke ich da rein. Na, wartet mal ganz kurz, ich habe gerade eine Mini-Idee, woran es liegen könnte. Obwohl, nee. Also, dass ich kein Geklimper höre. Die Seite hat generell leider an den falschen Stellen am Sound gearbeitet. Also, man hat, wenn man dieses Exchange macht, macht es immer so ultra laut. Das stört. Aber hier gibt es kein. Also, jetzt in dem Fall dieses. Da könnte man doch irgendwie. Oh, sehen wir da. Na, Allah. Da könnte man eigentlich irgendein Geräusch einbauen. Und auch bei den Cases ist es lautlos. Außer bei Lucky Items. Da ist komischerweise Sound dabei. Und sonst nicht. Das ist. Ja, das ist irgendwie komisch. Also ich habe Ihnen da schon mal geschrieben gehabt und ich werde wohl auch nochmal schreiben, dass es wirklich schön wäre, hätte man... Ja! Nala! Hätte man Sound, das wäre wirklich nice. Es hat ja auch einen Grund oder einen Sinn, dass die Glücksspielautomaten immer so... Und die Lichter und sowas, ne? Das ist ja mit Absicht gemacht, dieses ganze Klimbim, weil das zieht dich an und gibt dir ein gewisses Gefühl beim Spielen. Und hier hockst du halt da und denkst dir, ha, es ist ein bisschen mager. Übrigens, eine schöne Mecha Industries, die hole ich uns auch. Hier wäre auch wieder tsching so ultra laut und hier wieder tsching. Ach so, vielleicht habe ich den Tab auf lautlos gestellt, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin niemand, der das macht eigentlich. Nee, es war nicht stumm geschaltet, keine Ahnung. Ich will gucken, was die für eine Wear hat. Also ich putte die eh. Wir gucken ganz kurz. Nach der Wear am Minimalware. Ja, die geht. Das ist was Schönes für einen Stream, so für zwischendurch kann man das mal. Ist auch was Nettes, so ein Filler sozusagen. Also ich bin, habe ich vorhin die Streamzeiten gesagt, ne? Jeden Dienstag, jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Nicht 22 Uhr, ab 20 Uhr Freitag. Sorry, das ist so drin von den letzten 3 Jahren. Aber wir streamen freitags jetzt schon ab 20 Uhr. Und in jedem dieser Streams gibt es eben ein Giveaway. Da gibt es dann immer 4 Sachen. 2 Skins, ein größerer, ein kleinerer, ein Sticker und ein Graffiti. Und im Moment durch die Partnerschaft hier mit den Zero Boys, oh, das ist bis jetzt, glaube ich, die schlechteste Runde gewesen, bin ich sag mal, ganz, ganz gut betucht, was halt Skins angeht. Also wir haben jetzt im Moment im Schnitt pro Giveaway so 15 bis 25 Euro, die jeden Stream rausgehen. Das ist schon viel für unsere dann doch eigentlich recht kleinen Zahlen. Die zahle ich jetzt nicht aus. Eine reicht. Ich gucke da immer, dass ich nicht großartige Wiederholungen mache. Und auch wenn ich jetzt so ein zweites Knife zum Beispiel wiederholen bekommen würde, dann würde ich das zwar erstmal in die Zählung mit reinnehmen, aber dann, also das würde ich dann auch wieder verkaufen, dass ich dann wieder Geld hier drauf habe zum Weitergambeln. Ich kriege zwar auch aufgeladen, aber natürlich, gerade wenn ich noch in der Aufnahme bin und es nicht reicht, dann habe ich eigentlich keine Lust, erst anzuschreiben und zu sagen, hier Lirum Larum, ne, sondern bumm. Weil hier geht es ja um dieses, was geht wo, wie bei mir rein, ne? Und dass ihr da eben zugucken könnt. Ich hoffe übrigens, dass euch das hier ähnlich gut gefällt wie die Cases. Ich meine, um jetzt ganz, ganz, ach, wir machen später einen Abstecher noch zu den Cases, oder? Obwohl, von der Zeit her, weiß ich gar nicht, ich glaube es. Ich mache jetzt kurz einen Abstecher, keine Sorge, das bleibt dann noch 29 Minuten erhalten, unser Fortschritt. Ich gehe kurz zu dieser 1-Dollar-Case, vielleicht gönnst du ja zufällig, so. Und hier haben wir halt, wenn wir Skip-Animation nicht anhaben, eine Animation. Das ist natürlich auch was Besonderes, glücksspielmäßig. Es läuft irgendwas vor deinem Auge und es ist so ein, was Schönes zum Hinsehen, zum Ansehen. Ach ja, da ist es ja. Okay, und pass auf, das kommt jetzt nochmal. Ach, doch nicht, okay, gut. Ich muss leiser machen, wobei wir hier eh nicht bleiben. Ja, das ist ganz schön laut, das ist ziemlich laut. Okay. Ich mache jetzt weiter. Wir sind noch nicht ganz bei 122 angekommen, aber wir gehen gerade stark darauf zu, also mit großen Schritten. Jedes Mal 5 Euro weg und es kommt 1,65 rein. Wir sind jetzt tatsächlich sogar gleich da, pass mal auf. Oh oh. Oh weh, oh weh, oh weh. Letzter Dreher. Und? Einmal kann man schon noch drehen. Einmal geht's schon noch. Achtung. Oh, okay. So, also kurzer Zwischenstand. Wir haben jetzt 122, sagen wir jetzt einfach mal, aufgerundet und haben im Backpack so 149. Also wir haben 100 ausgegeben, 149, 90 raus, also sagen wir 150. Also wir haben jetzt 50 plus gemacht in dieser Case. Aber auch nur wegen dem Knife. Und wenn man jetzt bedenkt, das wäre nicht da, dann würde es sehr mager aussehen. Ne? Aber so wie es eben ist, haben wir 50 Coins plus gemacht. Jetzt ist für mich die Frage, es lohnt sich eigentlich gar nicht mehr umzusteigen auf die andere. Es lohnt sich echt nicht mehr.
auf die Case umzusteigen, weil die Zeit voranschreitet und wir gerade so schön im Flow sind, dass ich hier, glaube ich, einfach noch, ich sag mal, bis 100 runtergehen werde. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch auf die auf Stufe 4 kommen. Beziehungsweise wir schauen einfach, wie stark wir jetzt fallen. Ne? Also wir sind jetzt bei $118 und haben gerade ziemliche Crab Rolls eigentlich. Ich kann gar nicht mehr so viel. Dreimal. Und dann ist eigentlich, ich eigentlich schon tuck. Außer es kommt auch noch was gut. Oh, Leute. Aua. Da kriegen wir gerade richtig auf den Zachary hier. Oh. Oioioi. Das ist wirklich nicht schön gerade. Könnte. Okay. Ich gehe noch einmal rein. Und dann, wie gesagt, ist eigentlich eh schon tuck. Von der Zeit her, ne? Sonst bin ich hier deutlich drüber. Ja, schade, das war's. Ich exchange die Sache. Ich werde dann das nächste Mal exakt $100 nehmen und in die Case gehen, in die $1-Case, und wir gucken, ob wir da mehr Plus machen. Und ich würde jetzt einfach mal so aus der Erinnerung her sagen, letztes Mal habe ich in der $1-Case bessere Runden gehabt als jetzt hier in der Exploration. Obwohl wir ein Knife gezogen haben und wie gesagt auch immer noch ein bisschen im Plus sind, aber jetzt nicht mehr so arg. Also wenn das jetzt so weitergehen würde, würde ich fallen. Würde ich richtig deep down in my heart runterfallen. Ja, schade Schokolade. Also da können wir sicherlich auch nochmal einen größeren Test irgendwann machen, aber wie gesagt, das ist jetzt, ich will jetzt den direkten Vergleich nächstes Mal dann zu der Case haben, ob hier dann eine größere Gönnung drin ist. Da habe ich ja letztes Mal wirklich sehr oft die Wildfire bekommen. Du hast halt da keinen riesen Plus wie bei der anderen, aber ich habe sie oft gehittet und da ist jede irgendwie so circa 40 Euro wert, oder ich habe halt oft eine bekommen, die 40 Euro wert war. Weiß gar nicht, ob es die in F... Achso, warte, ich habe die nur noch liegen. Da, viel testet. Also alleine die ist um die... Ja, die ist schon ein bisschen gefallen. Die um die 40 Coins war jede wert. Ich glaube, ziemlich genau 40. Und ich habe nicht viel in die Dinge reingesteckt und habe die dann trotzdem alle bekommen. Das war schon heftig. Also da kam dann, gut, Gewinn vielleicht nicht zwingend mehr, aber hätte ich länger gespielt, ich habe nicht viel gespielt in der Case, wäre halt vielleicht auch mehr rumgekommen. Deswegen nächstes Mal auch wieder exakt 100 zum Eingrooven und gucken, was so geht. Oder halt ein bisschen mehr als 100. Das sehen wir dann noch. Okay. Gut. Dann sind wir eigentlich, wie gesagt, für heute durch. Ich werde dann gleich wieder ins Auscashen gehen. Da kommt aber ein kurzer Schnitt, weil ich da dann Bescheid gebe, dass ich jetzt auscashen will und was ich auscashen will. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und schon sind wir bei der Auszahlung. Ihr geht auf euer Backpack, dann sucht ihr aus, was ihr auscashen wollt. Also klickt einfach auf die Skins drauf, die ihr haben wollt. Ne? Ich habe jetzt die vier Sachen ausgesucht, drücke jetzt hier auf Withdraw for Items und warte kurz. Dann erscheint hier unten rechts genau dieses Bildchen hier. Und dann siehst du, wie, beziehungsweise wann die Sachen ankommen. Das sieht man nicht mehr, merkwürdig. Bei den ersten zwei, drei Auszahlungen war die Seite einfach offen eine Weile. Und da stand dann, da hat eine Zeit hochgezählt, wie lange es schon dauert, dass du nachvollziehen konntest, wie lange der Trade halt dauert. Naja, ich gehe rüber, denn natürlich habe ich den dritten Account, also den Trade-Account schon offen. Und da haben wir schon, das ist eine Nachricht. Das ist nicht, was wir wollen. Da, na also, nochmal kurz F5 gedrückt und schon sind zwei Trades am Start. Ach, guck mal. Die sind ja jetzt gemeinsam. Ja, auch nice. Sehr schön. Das habe ich noch gar nicht gehabt. Bis jetzt waren die Sachen, kann ich das hier kurz mal zeigen? Hala. Bis jetzt waren die Sachen immer einzeln. Ja, also die, nee, halt, das sind die, ich habe gestern die Trades von den Giveaways gemacht. Trade aber cancelled. Bimmel? Achso, hier. Ah, das habe ich, da habe ich nochmal, da habe ich irgendwas falsch gemacht, wahrscheinlich, keine Ahnung. Hier unten sieht man dann eben, dass die Sachen sonst einzeln kommen. Deswegen bin ich gerade überrascht. Aber Opti, dann nehmen wir einmal den Trade hier an. Zack, zack. Und flupp. Und zu guter Letzt nehmen wir noch den Trade hier an. Zack, zack und flupp. Also es ging jetzt recht flott, hat, würde ich sagen, na gut, ich weiß nicht, wie schnell es ging, weil ich halt noch rumgekackt habe. Ich sag mal, 40 Sekunden hat es gedauert. Hier haben wir die Dinge, einmal die hier, einmal die hier, einmal die hier und einmal die hier. Die Sachen gibt's, wie vorhin schon tausendmal erwähnt, in den Livestreams. Also rankommen, da gibt's immer die Giveaways, ja, also alles. Auch die großen Dinge, die gab's gerade letztens, die hier gibt's demnächst. Also alles, was ich aus Euroskins rausziehe, die ist übrigens von Saikusa, die geht aber auch raus im Stream. Alles, was ich aus Euroskins rausziehe, geht dann einfach an euch weiter, ne? Hier ist auch noch eine Neon Rider. Es lohnt sich auf jeden Fall, in den Streams vorbeizuschauen. Wenn man, und das ist jetzt wirklich wichtig, weil ich festgestellt habe, dass Leute irgendwie so ein bisschen komisch sind im Kopf. Wenn man bei mir ganz neu in den Stream kommt, also gerade praktisch frisch zum Giveaway, dann kann es sein, dass man nicht genug von unserer Stream-Währung hat, um direkt mitzumachen. Dann kann man erst im nächsten Stream mitmachen. Ich weiß nicht, warum bei manchen der Gedanke irgendwie fehlt, dieses, ah, okay, dann bleibe ich jetzt einfach hier und bin dann beim nächsten Mal dabei. Hä?
Sondern die gehen dann einfach. Das ist irgendwie, naja, ich meine, gut, so Leute brauchen wir dann halt wahrscheinlich dementsprechend auch nicht, wenn die sich einfach wieder verpissen, nur weil sie bei dem Ding nicht mitmachen können. Aber hier für alle, also diese Giveaways sind bei mir immer in jedem Stream. Also wenn ihr frisch dazukommt und nicht genug von unserer Streamwährung habt, die sammelt man übrigens kostenlos, indem man einfach zuguckt. Also wenn ihr ganz frisch da seid, habt ihr davon nicht viel. Ihr kriegt einen Bonus von 50, wenn ihr das erste Mal followt und das war's. Und wenn ihr dann eben zuschaut, bekommt ihr pro Minute immer mehr. Also alle 5 Minuten wird es gut geschrieben. Und wenn ihr dann einen Stream da seid, dann könnt ihr locker halt schon mitmachen bei einem Giveaway. Da fehlt mir manchmal der Gedankenprozess hinter der Sache. Das sind dann, müssen das, glaube ich, Kinder sein oder sowas, ne? Die sagen, oh, ich will die Sache haben, ah, kann ich nicht, tschüss. Weil man kann ja dann einfach die Nächste haben und die Nächste und die Nächste und die Nächste. Naja, okay, gut. Dann sehen wir uns heute im Livestream. 18 Uhr geht's wieder los. Also der ist wahrscheinlich schon live, während ihr das hier schaut. Somit sehen wir uns dann gleich, ne? Ada. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.